Es ist Zeit für ein neues Liederprojekt aus dem Lungau. Diese Woche geht es für die Kids der Biosphärengruppe Maria Pfarr unter Tage. Auf der Suche nach Silber nehmen uns Elisa und Denise mit in die geheimnisvolle Bergwelt des Lungaus. Inne, Anne, Ubal. Welchem Liederprojekt bist heute du? Vor langer Zeit, da lebten die Menschen in Ramminstein von den Schätzen des Berges. Ob Eisenerz, Silber oder Marmor, über 200 Jahre klopfte und hakte es in den tiefen Stollen. Wer bist denn du? Ach, das weiß halt nicht mehr so ganz genau. Was warst denn du überhaupt? Ich war's. Du bist süß. Auf den historischen Spuren der Vergangenheit erfährt man viel über den einstigen Bergbau. Ja, das Projekt Geheimnisvolle Bergwelten ist in Ramminstein im Prinzip eine Wiederbelebung für unsere Schätze, was wir sowieso haben. Ramminstein hat jahrhundertelang vom Bergbau gelebt. Ja, in Ramminstein findet man das Wort Stein wieder. Ja, und das widerspiegelt das und dieses geheimnisvolle Bergwelten, dieses Projekt möchte Kindern und Jugendlichen das näher bringen, was in Ramminstein gegeben hat und speziell auf dem Bergbau abgesehen. Das war ja teilweise ein Liederprojekt. Was ist da ganz genau gefördert worden? Ja, für dieses Projekt hat es eine Liederförderung gegeben. Es sind ja verschiedene Stationen gebaut worden. Wir befinden uns da vor dem Waggon, der war der Ausgangspunkt für die Reise sozusagen, für die Kinder und für die Jugendlichen ist. Und wenn man da hinten aufschaut, sieht man die Burg Finstergrün. Hinter der Burg Finstergrün ist ein Wanderweg sozusagen mit Bergheilige und mit Stationen errichtet worden. Und bei unserem Silberbergwerk ist auch eine Station und da ist es auch begehbar und erlebbar. Mit geheimnisvolle Bergwelten Ramminstein macht man das kulturelle Erbe Bergbau auf zielgruppengerechte Weise erlebbar. Die erste Etappe Bergrichter und Berggeister wurde bereits erfolgreich umgesetzt. Was bringt das eigentlich der Gemeinde Ramminstein? Ja, wir erhoffen uns, dass wir in der Art und Weise davon profitieren, dass Tagestouristen zu uns kommen, speziell Kinder- und Jugendgruppen auch aus dem benachbarten Steiermark und aus Kärnten zu uns kommen, sich diesen Erlebniswanderweg und den Bergbau ansehen in Ramminstein. Ja, und wir hoffen da auf eine touristische Entwicklung, was den Tagestourismus betrifft. Was tust du denn eigentlich mit so viel Silber? Boah. Ja, ich fahr zum McDonald's. Stimmt. Ja. Nein, ich kauf mir Gummibärli. Gib mir das mal. Scheiße. Der Bergrichter hat uns erwischt. Was tat sie da? Was klopft sie da rum? Das ist mein Revier. Wer wirklich selber einen Schatz finden will, der muss halt mit der Marie eine Führung machen. Weil... jetzt sind wir schon im 21. Jahrhundert. Da gibt es schon lange keinen Bergrichter mehr. Na dann, Glück auf!